Er ist der Gewinner des diesjährigen Reinhard-Mohn-Preises, Kofi Annan. Und ihm zu Ehren waren viele nationale und internationale Politiker nach Gütersloh gekommen. Mit Respekt und Freude, wie auch der Festredner der Veranstaltung, der luxemburgische Premier Jean-Claude Juncker, immer wieder betonte. Meinem Freund Kofi Annan kommt dieser Preis wie keinem zweiten zu. Du, lieber Kofi, hast als Generalsekretär der UNO dafür gesorgt, dass die Menschen und die Organisation sich wieder miteinander zu versöhnen verstanden haben. Du hast dies zuerst afrikanisch diskret angepackt. Doch mit der leisen Friedenskraft deiner sehr persönlichen Nachhaltigkeit. Denn letztlich ist Nachhaltigkeit immer auch eine persönliche Sache. Sie ist zuerst eine persönliche Sache. Ein Mann und sein Lebenswerk. Kofi Annan ist es zu verdanken, dass sich heute viele Initiativen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft für nachhaltige Fortschrittsmodelle engagieren. In seiner Dankesrede betonte der Preisträger die Dringlichkeit für Maßnahmen, die unseren Planeten auch für zukünftige Generationen lebenswert machen. Die Ungleichheit innerhalb und zwischen den Staaten wächst. Die gegenwärtigen Produktions- und Verbrauchergewohnheiten üben einen großen Druck auf die begrenzten Ressourcen unseres Planeten aus. Ein Druck, der weiter ansteigen wird, aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und der damit steigenden Verbraucherzahl. Wir können die Ressourcen der Welt nicht weiter ausbeuten, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der Gastgeber, die Bertelsmann Stiftung, hatte den zweiten Reinhard-Mohn-Preis unter das Motto Erfolgreiche Strategien für eine nachhaltige Zukunft gestellt. Ein Thema, das mehr als dringlich angegangen werden muss, so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Art de Geus. Dann sprechen wir über die Zukunft unserer Kinder. Jeder muss Teilhabe, Chancen haben, aber auch wir müssen Wirtschaft und Ökologie miteinander in Verbindung bringen. Darum haben wir gesagt, Kofi Annan hat so vieles Internationales auf den Weg gebracht. Jetzt muss es weitergehen, auch für Deutschland. Darum haben wir gesagt, Nachhaltigkeit ist das Thema für diesen Preis. Es ist das erste Mal, dass eine einzelne Persönlichkeit mit dem Reinhard-Mohn-Preis ausgezeichnet wird. Für die stellvertretende Vorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, Liz Mohn, eine gute Entscheidung. Ich kenne Kofi Annan seit vielen Jahren und ich finde, es ist eine unheimliche Leistung, was er in seinem Leben schon verbracht hat, sich für andere Menschen einzusetzen. Nachhaltigkeit ist sein Thema. Einmal für Umwelt, aber ganz besonders auch für Bildung. Und er hat immer sehr beeindruckt mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit. Und es ist schon beeindruckend, dass ein Mann mit seiner afrikanischen Herkunft die ganze Welt so entscheidend geprägt hat. Denn das ist heute nichts Besonderes und nicht besonders erwähnenswert. Aber als er anfing, war es etwas ganz Besonderes. Der Reinhard-Mohn-Preis erinnert an den 2009 verstorbenen Gründer der Bertelsmann-Stiftung. Er wird alle zwei Jahre verliehen, um innovative Ideen für drängende gesellschaftliche und politische Herausforderungen zu würdigen.